Hallo, wir treffen uns heute zum fünften Muster vom tunesischen Multimus. Wir beginnen mit den Randmaschen, die im Grundmuster gearbeitet werden. Und danach fassen wir in dieser ersten Hinreihe alle Maschen wie zum Grundmuster eben auf. Der Mustersatz ist diesmal durch 6 teilbar. Zählt zwischendurch immer mal wieder eure Maschen, ob ihr noch 43 Maschen habt. Also gerade solche Reihe, die komplett im Grundmuster gearbeitet wird, eignet sich dazu ganz gut. So, nun beginnen wir mit einer Luftmasche und zweimal zwei Maschen abschlingen für die Randmasche. Danach schlingen wir einmal zwei Schlingen ab und einmal drei und arbeiten eine Luftmasche. Und nun wiederholen wir ständig eine Luftmasche, einmal drei Schlingen abmaschen, zweimal zwei Schlingen abmaschen, einmal drei und eine Luftmasche. Und wieder wiederholen, eine Luftmasche, einmal drei Schlingen abmaschen, zweimal zwei und nochmals einmal drei und eine Luftmasche. Wiederholen, eine Luftmasche, einmal drei, zweimal zwei, einmal drei und eine Luftmasche. Wiederholen, eine Luftmasche, einmal drei Schlingen abmaschen, zweimal zwei und einmal drei und eine Luftmasche. Und nochmals wiederholen, eine Luftmasche, einmal drei Schlingen abmaschen, zweimal zwei und einmal drei und eine Luftmasche. Und wir enden mit einer Luftmasche und einmal drei Schlingen abmaschen und zweimal zwei. Und dann bleiben hier noch die letzten drei vom Rand und die schlingen wir mit dreimal zwei Schlingen abmaschen ab. Nun folgt die zweite Reihe. Wir beginnen mit den zwei Revers-Maschen für die Kante und schlingen dann, stechen einmal durch eine Schlinge ein, nochmal durch eine Schlinge, einmal durch zwei und holen eine Masche aus der Luftmasche. Und nun wiederholen wir ständig eine Masche aus der Luftmasche holen, einmal durch zwei Schlingen, zweimal durch jeweils eine Schlinge, einmal durch zwei Schlingen und eine Masche aus der Luftmasche holen. Und wir wiederholen eine Masche aus der Luftmasche holen. Einmal durch zwei Schlingen, zweimal jeweils durch eine Schlinge,
einmal durch zwei Schlingen und eine Masche aus der Luftmasche holen. Und wieder eine Masche aus der Luftmasche holen, einmal durch zwei Schlingen, zweimal durch eine Schlinge, einmal durch zwei Schlingen und eine Masche aus der Luftmasche holen. Wieder eine Masche aus der Luftmasche holen, einmal durch zwei Schlingen, zweimal durch eine Schlinge, einmal durch zwei Schlingen und eine Masche aus der Luftmasche holen. Es bilden sich jetzt also solche größeren Löcher, dadurch, dass wir zwei Luftmaschen nebeneinander liegen haben. Und wieder wiederholen, einmal die Masche aus der Luftmasche holen, dann durch zwei Schlingen, dann zweimal durch eine Schlinge, einmal durch zwei Schlingen und eine Masche aus der Luftmasche. Und wir enden mit einer Masche aus der Luftmasche. Einmal durch zwei Schlingen einstechen und einmal durch eine. Und dann habe ich noch die Masche im Reversstich. Und in der Rückreihe schlingen wir stets nach dieser ersten Luftmasche, schlingen wir stets zwei Schlingen zusammen ab. Bis zum Ende der Reihe. Dann kann ich noch was zum Multimus sagen. Es ist ja immer die Frage, wann wird das nächste Muster veröffentlicht. Also mein Plan ist, dass ich mindestens einmal im Abstand von einer Woche das nächste Muster bringen werde. Das heißt also, das sechste Muster würde spätestens in einer Woche kommen. Wenn es aber gut läuft, das heißt, wenn viele schon fertig sind oder wenn auch meine Zeit es zulässt, eben auch schon mit einem kürzeren Abstand, aber innerhalb von einer Woche kommt es dann eben auf jeden Fall, sodass ihr nicht länger wie eine Woche auf das nächste Muster warten müsst. So, das war die zweite Reihe. Jetzt kommt die dritte und die arbeiten wir jetzt wieder im Grundmuster, also in der Hinreihe werden alle Maschen aufgefasst wie in der ersten Reihe auch. So, ich bin nun also am Ende der dritten Reihe, jetzt geht's zurück. Mit einer zusätzlichen Luftmasche und zweimal zwei Schlingen abmaschen für die Randmaschen. Und jetzt schlinge ich dreimal zwei Schlingen ab. Eins, zwei, dreimal zwei Schlingen abmaschen. Jetzt wiederhole ich ständig einmal zwei Schlingen abmaschen, einmal drei. Dann zwei Luftmaschen, einmal drei Schlingen abmaschen und einmal zwei. Und ich wiederhole, einmal zwei Schlingen abmaschen, einmal drei, dann zwei Luftmaschen und einmal drei Schlingen abmaschen und einmal zwei. Ich wiederhole, einmal zwei Schlingen abmaschen, einmal drei, dann zwei Luftmaschen und einmal drei Schlingen abmaschen und einmal zwei. Ihr seht, die Löcher kommen jetzt genau zwischen die Löcher, die im ersten Muster entstanden sind. Und wieder wiederholen, einmal zwei Schlingen abmaschen, einmal drei, dann zwei Luftmaschen und einmal drei Schlingen abmaschen und einmal zwei.
und wiederholen, einmal zwei Schlingen abmaschen, einmal drei, dann zwei Luftmaschen, einmal drei Schlingen abmaschen und einmal zwei. Und wir enden nun mit viermal zwei Schlingen abmaschen. Eins, zwei, drei, vier. Und jetzt habe ich hier noch die drei Randmaschen, die ich mit dreimal je zwei Schlingen abmasche. Jetzt kommt die vierte Reihe. Die beginnt wieder am Rand mit den zwei Revers-Maschen. Und dann steche ich viermal in eine einzelne Masche ein und hole den Faden durch. Drei, vier. So, und nun wiederhole ich ständig. Einmal durch eine Masche einstechen, dann durch zwei, dann aus den folgenden zwei Luftmaschen jeweils eine Masche holen, dann durch zwei einstechen und dann wieder durch eine. Dann wiederholen durch eine, dann durch zwei, dann aus den zwei Luftmaschen jeweils eine, dann durch zwei und dann durch eine. Ihr seht also, die Luftmaschen liegen, die Löcher aus Luftmaschen liegen nun genau zwischen den des ersten Musterstreifens. Und wiederholen, einmal durch eine, dann durch zwei, dann aus den zwei Luftmaschen jeweils eine, dann durch zwei und dann durch eine. Und wiederholen, durch eine, durch zwei, dann aus den zwei Luftmaschen jeweils durch eine aus den zwei Luftmaschen jeweils eine herausholen, dann durch zwei und dann durch eine. Und wieder wiederholen, durch eine, durch zwei, aus den zwei Luftmaschen jeweils eine Masche herausholen, dann durch zwei und dann durch eine. Und am Ende noch dreimal durch eine. Eins, zwei, drei. Und dann folgen die zwei Maschen im Reversstich und die eigentliche Randmasche. Und zurück geht's dann, wie gewohnt, einmal eine Luftmasche und dann stets zwei Schlingen zusammen abmaschen. Das ist dann die vierte Rückreihe und nun macht ihr dann einfach ab dem Beginn des Videos weiter. Also die erste Hinreihe wird dann genauso gearbeitet wie eben die dritte Hinreihe, eben ständig im Grundmuster arbeiten. Und so geht dann dieser Mustersatz oder dieses Muster über vier Reihen. Also ihr wiederholt die erste bis vierte Hin- und Rückreihe ständig, bis das nächste Knötchen in Sicht ist. Und dann sehen wir uns wieder zum sechsten Muster. Dann hoffentlich bis bald, eure Veronika.